Ja, Tino Segal. Das ist wirklich etwas Neues, was es vorher in dieser Form überhaupt noch nicht gegeben hat, wenn ich das richtig sehe. Tino Segal macht kleine Performances, könnte man sagen, aber vielleicht auch Theaterstücke. Und dies ist eines der ersten, die öffentlich aufgeführt wurden, nämlich bei der Art Basel, was ja auch schon ein Hinweis ist, dass es sich hier um eine Kunst handelt, die sehr stark vom Publikum abhängt. Also es wird nicht in einer Galerie gezeigt, wo ab und zu mal zwei, drei Leute reinkommen und nach 5 Minuten wieder rausgehen, sondern Segal sucht die Öffentlichkeit und ohne die Öffentlichkeit sind seine Werke auch gar nicht zu verstehen. Hier, This is Competition, da hat er zwei Galeristen, die ihn vertraten zu der Zeit auf der Art Basel, ich weiß nicht mehr, wer das einzelne jetzt war, ein Holländer, ein Deutscher, glaube ich, gebeten, Texte, die sie selbst so zur Information für Käufer an ihren jeweiligen Ständen bereitliegen haben, zu rezitieren, vorzutragen. Und zwar immer so, dass der eine ein Wort sagt, der nächste sagt das nächste Wort, dann wieder der andere. Ne? Also der würde dann sagen, Tino Segal ist einer unserer besten Künstler. Okay. Also Von denen da drin ist der Tino Segal, ja? Sind zwei Kuratoren von Händler, ja, Galeristen. Galeristen, ja. Und Tino Segal tritt auch, soweit ich weiß, überhaupt nie in seinen Arbeiten auf, sondern hat eigentlich immer Schauspieler, muss man glaube ich sagen, die dann auch das Publikum manchmal ansprechen, manchmal auch nicht. Und hier war vor kurzem eine große Ausstellung zu sehen in Berlin, wo man auch so ein wenig Zweifel bekam an dieser Konzeption. Denn wenn man sich tatsächlich dann einmischte, wie ich das dann mal gemacht habe, ne, ich habe dann gesagt, wir sprechen hier gerade über Klimawandel, dann könnte man doch mal jemanden fragen, der sich da auskennt, weil zufällig eine Person, die ich kannte, vom Klimaforschungsinstitut in Potsdam war. Und dann sage ich, ja, haben Sie gesagt, natürlich, selbstverständlich. Und dann hat sie eben so gesagt, die neuesten Forschungen und so viel Grad und so weiter werden sich in den nächsten Jahren ergeben. Dann ging das aber so ungefähr 5, 6 Minuten und dann verlief das wieder so im Sande und es war wieder so eine, sagen wir mal, allgemeine irgendwie Diskussion, die recht wenig sachhaltig war. Verstreut sich immer, Ja, ne? genau. Geht in die Luft alles. Genau. Das ist keine Liquid-Welt, sondern Luftwelt, eher, das pulverisiert wird, ja. Genau. Aber das ist auch eine häufige Art und Weise, wie die Performance heutzutage in der Kunst reintretet, als ein Schauspieler. Ja. Ne? Der Ja. Performance-Künstler ist nicht der Künstler, der das konzipiert hat. Ja, Ne, genau. das passiert mit der Murakami, wir werden gleich sehen. Ne? Ja, naja, Murakami, Und der, Also, wie heißt der Marina Name? Abramovic haben wir auch noch gleich. Aha, okay. Aber es gab natürlich in der Anfangszeit der Performance haben fast immer die Künstler, die diese Performance ersonnen haben, die auch dann tatsächlich realisiert. Und zum Beispiel Beuys hat fast alle Aktionen, an der er beteiligt war, selbst und auf sich bezogen, ganz selten mal mit anderen zusammen realisiert. Die Betonung war auf dem Leib, ne? Leib des Und hier Künstlers. spielt der Leib überhaupt keine Das ist Rolle Theater, eigentlich. Living Theater in einer anderen Art und Ja, Weise, ne? und es geht ihm natürlich eigentlich auch nicht um den Körper, sondern um soziale Beziehungen. Ne? Informationstheorie Ja, so, fast, so ja, zum wie Beispiel, zwei genau. kommunikative Rezeptoren sich Genau, miteinander genau. funktionieren, ne? Ja, er hat auch ursprünglich Betriebswirtschaft studiert. Okay. London School of Economics, glaube ich. So, wen haben wir hier? Naja, da haben wir ein Beispiel aus China. Das ist ein Maler,
der sogar hier in Berlin seinen Meisterschüler gemacht hat. Und ich finde das insofern interessant, weil in vielen chinesischen Arbeiten so eine Auseinandersetzung mit der westlichen Kunsttradition zu erkennen ist. Und auch eine gewisse Ratlosigkeit, die uns ja hier direkt aus dem Bild anschaut. Denn dieses kleine Mädchen ist zunächst mal ohnehin in einem Alter, wo sie Mondrians Konzeption von Kunst eigentlich noch nicht richtig verstehen kann. Andererseits wird sie aber selbst als Figur durch diese Rechtwinkligkeit und durch diese Geometrisierung eigentlich selbst schon in ihrer Erscheinung erfasst. Ne? Also Grundfigur. Ja, es sind Kreise und Parallelen und so weiter, natürlich nicht wie Mondrian sie verwendet, aber eben auch in der Farbigkeit eine gewisse Beziehung. Und es ist tatsächlich ein Werk, das so aussieht, fast so aussieht, aber trotzdem hat er es ein wenig abgewandelt. So einen Blauton hätte Mondrian vermutlich nicht gemacht. Ja, klar, das ist und, keine reine, kein Reinheit, ja. Genau. Also, und dadurch entsteht eben so, was man heutzutage gern Hybrid nennt, also ein hybrides Konglomerat eigentlich von Objekten aus verschiedenen Kulturen, was ja auch wiederum sehr typisch ist für das 21. Jahrhundert. Die reden miteinander in eine sehr komplizierte Weise, ne? Und kann man nicht so verstehen, was genau was da bei rauskommt. Ja, das ist aber, glaube ich, genau der Punkt, auf den es ankommt, ne? Dass also so eine gewisse Ratlosigkeit dadurch entsteht, die ja auch nicht aufgelöst wird. Das ist auch eine Art von Piktogramm von Mondrian, genau. Ne? Genau, genau. Dann haben wir hier Isa Genzken. Ja, das fand ich auch interessant. Interessant. Also das war Teil einer größeren Installation mit dem Titel Kinderfilmen und die bestand aus mehreren Figuren, die so aus ziemlich ordinären Plastikteilen zusammengesetzt waren, schreiende Farben und groteske Figuren. Und eine von diesen Figuren hatte so eine Filmkamera und dann gab es da eine andere, da lag dann eben so ein Kleinkind in so einer Art Wiege und darum herum standen diese Paneelen an den Wänden, die mit Ausschnitten aus Kunstbüchern beklebt und dann wiederum mit verschiedenfarbigen Tapes, also so Klebestreifen überzogen sind, ein bisschen Malerei noch dabei. Das Ganze erinnert ja ein wenig so an so einen Fernsehapparat, der so ein bisschen flimmert. Genau, vorstellen habe ich gedacht, so Dekollage mit Fernsehapparat. Ja, genau. Und das ist sozusagen der kulturelle Hintergrund, in dem eben schon Kinder anfangen zu filmen und auch so eine Art, sagen wir mal, Mediensklaverei, möchte man fast sagen, so eine Art Mediensklaverei eben schon im Kindesalter beginnen. Ne? Gut. Schnitte, ja. Aber diese Streifen haben keine Logik, ne? Die sind wahrscheinlich so das ist zufällige Verstreut. Ja, random order, würde ich sagen, Zufall. Mhm. Ich meine, sie hat das natürlich so arrangiert, dass sich da bestimmte Beziehungen ergeben, das ist klar. Ne? Also ich meine, hier, dieser gelbe Streifen geht ja da in gewisser Weise weiter und dann hier oben wieder hin und so, also auch dieses so Unformalisches. Ne? Also da gibt es schon so bestimmte Entsprechungen. Und das ist ein Spiegel, oder? Genau, das ist Spiegel, eigentlich auf, ich glaube, polierte Folie aufgeklebt. Aha. Aber ich denke, das ist eigentlich so eher eine Art, letztendlich noch der 60er Jahre. Ja. Und es erinnert auch ein bisschen, würde ich sagen, an Gerhard Richter, denn Isa Genzken war mal, ich glaube, ungefähr 10 Jahre lang mit Gerhard Richter verheiratet. Stimmt, okay.